Und willkommen zurück hier bei The Night of the Rapid. In der ersten richtigen Folge, heute geht es los mit Jerry Hasenuss und oh Mann, wir nehmen uns gleich alles hier vor, was hier ist. Alles anklicken und fangen mal an mit der Regentonne. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. So ein Sommer hätte ich auch mal gerne gehabt. Wenig Regen, viel Sonne, aber na gut. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Heidelbeeren oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren. Nimm den Korb auf der Fensterbank mit. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Nein. Danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Keine Brombeeren in die Hosentasche, okay. Auf Wunsch vieler unserer Zuhörer wiederholen wir unser Programm fit und froh in den Tag. Nein. Oh, ich bin zu alt für diese Fitnessprogramme. Als Vorbereitung für unsere Übungen stellen Sie bitte Flechtwaren auf eine nahegelegene Fensterbank. Wow, zum Glück habe ich den Korb noch dabei. Natürlich können Sie auch ohne unser Programm fit und froh in den Tag starten. Danke. Schalten Sie gerne wieder ein. Klicken Sie einfach auf Ihr Radio. Nein. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Ja, das wissen wir. Korb mitnehmen. Der könnte noch nützlich werden. Ah, den brauchen wir für Brombeeren, Jerry. Oh, Jerry, du hast den Korb. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Das wissen wir. Oh, einmal. Das habe ich jetzt mal übersprungen. Das haben wir jetzt gehört. Ich wusste nicht, dass das Tutorial da wieder kommt, wenn wir das Radio anklicken. Okay, Radio nicht anklicken. Karottenbeet. Ich stecke mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Mhm. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Nimm mal mit. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Der Hase. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. 2 Mark pro Quartal? Boah, das sind ja Preise. Da würde ich auch sofort anfangen. Ah, jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir es beobachten. Achso. Gut. Anhand der. Seit so. Da kommt wieder dieser Spruch. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Mhm. Süß duften. Oh, Erdbeeren, geil. Oh, jetzt ist er die. Oh, süß und saftig. Neidisch. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Schule. Immer schön vorwegschieben. Du hast noch einen Tag Zeit, Jerry. Einen Tag. Kannst du alles morgen machen. Leer. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Na gut. Ein Nest? Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Mhm. Ein Geheimversteck. Wir gucken uns aber erstmal die Johannisbeeren an. Oh, die sehen echt lecker aus. Er muss auch alles probieren. Sind die sauer? Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Ja, das kenne ich. Ah, hier haben wir reife rote Johannisbeeren. Die sehen echt lecker aus. Ah.
Pfui, Deibel sind die sauer. Schon wieder, ich glaub's nicht. Ach, da steht da, diese Johannisbeeren. Da steht da, dass sie reif sind. Na gut. Guckt doch keiner? Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlinwolf noch meine Witterung auf. Streichholz, Knaller und eine Münze mit Loch. Also das sind die Utensilien, die ein Zauberer dabei hat. Aber wir schauen uns erstmal jetzt hier die Karotte an. Sieht lecker aus. Aber um wirklich lecker zu sein, müssen sie nach Marzipan schmecken. Marzipan. Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Nur noch ein Streichholz übrig. Okay. Gehen wir mal Richtung Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hier haben wir alles. Aha, hier sind wir an einer Lichtung. Ah, was heißt Lichtung? Hier sind wir unter den Bäumen. Eicheln hoch oben. Oh, eine Dose, die hier weggeworfen wurde. Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Das frage ich mich auch. Unglaublich. Zum Glück gibt es Cherry Haselnuss Dr. Pepco, der das hier macht. Hier geht's wieder nach Hause. Eine Waldkreuzung. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Also geht's da scheinbar Richtung Pfadbaum. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Ein Laternenpfahl. Wie oft ich mir hier schon einen Splitter gezogen habe. Was haben wir denn noch? Gruppe kleine Statuen haben wir uns schon angeguckt. Kleine liegende Statuen. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Viele Statuen? Huch. Ach, krass. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten noch trauriger aus. Schule. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Das ist traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. Immer positiv, genau. Hier ist die Schule scheinbar. Supermarkt, oh, das ist ja echt ein Kontrast. Alles grau, alles nebelig, alles trist. Und hier ein paar Meter in den Wald. Sonne, das ist Wahnsinn. Das ist ein Kontrast. Ja. Schade, ne? Ja, was haben wir hier denn hier? Eine Mauer. Die Eulenmauer. Die führt bis zum großen Baum im Wald. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus. Und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Hat hier eine kleine Eiche.
eine Hasenstatue. Sie sieht so zufrieden aus. Und hier haben wir Brombeeren, aber Dornigenbusch, okay. Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Autsch! Diese Runde geht an dich, Dorniger Busch. 1-0 für Dorniger Busch. Können wir die anzünden? Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Schade. Huch! Entschuldigung. Nein! Falsche Taste. Ohohoho. Ich habe Eskappe gedrückt. Entschuldigung. Das wollten wir jetzt nicht sehen. Das war das Hauptmenü. Weil dann wollte ich noch fast durch viel Stadt. Das wäre es ja gewesen. Wir gehen mal hier hinter. Oh, ist das wie ruhig durch. Es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Und dabei sieht man sie hier hinten durch den Wald noch hindurch. Ein Bach. Ein Tümpel. Oh, ist das schön. Einfach hier der Natur zu lauschen. Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Ich nehme mir einen mit. Man weiß ja nie. Kann man immer gut gebrauchen. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er wie ein dickes Tier aussieht, das man reiten kann. Jetzt bin ich zu alt für sowas. Sieht aus wie ein Frosch. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Hier ist wieder die Mauer. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Nein, das möchte man nicht. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Was haben wir hier noch? Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Was ist es nicht? Ich wollte nur angucken. Ich leg den schweren Stein zurück. Ah, das geht echt in die Arme. Dabei hast du schon Frühsport gemacht. Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Ein Stock, den habe ich gerade noch gesichtet. Den nehme ich mit. Wir gehen mal zurück. So, jetzt hier lang. Kann ich mit dem Stock irgendwas anfangen? Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Ja, das geht. Der Busch stand zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Ein tödlicher Fehler. Das sollte man nicht machen. Oh, eine Hagebutte. Eine Hagebutte. So, und jetzt haben wir hier Brombeeren und noch Spinnnetze. Ah, pfui, Spinne. Warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie bärensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Hast du gedacht? Aber nicht mit Jerry Haselnuss. Nicht mit Jerry Haselnuss und seinem Stock der Zerstörung. Gute Idee. Jetzt ist es ab. Und jetzt können wir die Brombeeren sammeln. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen gleich in den Brombeerkorb. Sehr schön. Und hier? Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Und hier haben wir noch mehr Brombeeren. Die schreien quasi danach, gepflückt zu werden. So, unser Korb ist hoffentlich voll. Korb mit vielen Beeren.
Ein Korb prall gefüllt mit Brombeeren. Mhm. Cool, Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Aha, okay. Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Das wissen wir. Wer wirft denn hier einfach seinen Müll in die Natur? Unglaublich. Mama sagt immer, ich soll aufpassen, dass ich im Wald nicht verloren gehe. Dann sage ich immer, hey, ich bin schon 12 und den Wald kenne ich wie meine besten Tasche. Aber zugegeben, abends ist es da drin echt gruselig. Na, abends möchte man nicht im Wald sein. So, und wir bringen dann in der nächsten Folge den Korb voll mit Brombeeren zurück zu Cherrys Mutter. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge mit Cherry wieder bei The Night of the Rabbit. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut.